Hallo zusammen, heute wird es italienisch, denn es gibt Arrosticini Abruzzesi. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich komme gerade frisch aus Italien und möchte euch das heutige Grillrezept und natürlich meine Location und den Ausblick auch nicht vorenthalten. Ich habe Urlaub in den Abruzzen gemacht. Das ist eine Gegend, in der es auch sehr, sehr viele Weinanbaugebiete gibt. Trotzdem macht es Sinn, sich hin und wieder auch ein kühles Blondes zu gönnen. So wie heute Nostra Azzurro. Das Haus hatte auch einen Grill am Start. Und zwar hier einen Campinggas-Gasgrill. Und der hatte richtig Power. Aber die Gegend ist nicht nur bekannt für guten Wein, sondern auch für eine Fleischspezialität. Und zwar Arrosticini. Arrosticini sind kleine Fleischspieße. In der Regel kann man die hier überall bekommen, also bei jedem Restaurant, bei jedem Metzger, an jeder Ecke. Das Besondere ist, dass es sich hierbei in der Regel um Schaffleisch handelt und das wird in ganz, ganz kleine Würfel geschnitten, also so 1 cm mal 1 cm und dann mit einem ordentlichen Fettanteil auf einen Holzspieß gesteckt. Es gibt aber auch immer mal wieder Varianten davon, also sprich Rindfleisch, oder eine Mischung aus Schafsfleisch und Leber, wie das in einigen Restaurants hier um die Ecke auch angeboten wurde. Standardmäßig werden diese über Holzkohle gegart und immer frisch à la minute zubereitet. Mir geht es heute erstmal darum, euch das Gericht, meine Location und die Geschichte dahinter etwas zu erläutern. Ich habe hier in der Ferienwohnung natürlich nur diesen Gasgrill gehabt und deshalb dann meine Arrosticini auf Gas gegrillt. Aber sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich mich, dann gibt es auch ein Video dazu, für euch gerne nochmal mit dem Thema auseinandersetzen und entweder einen eigenen Arrosticini-Grill bauen. Aber auf jeden Fall diese kleinen Arrosticini auch komplett von Punkt 0 an einmal für euch herstellen und dann auch entsprechend grillen. Das Faszinierende ist wirklich, dass es kaum eine gastronomische Einrichtung gibt oder kaum ein Restaurant, keine Imbissbude, die nicht hier in dieser Gegend Arrosticini im Angebot hat. Wir hatten die Arrosticini in den Restaurants, in denen wir haben und haben diese dort probiert und wir haben die auch bei so Imbissbuden probiert, da wo es so den einen oder anderen Tourismus-Hotspot gibt, wie zum Beispiel am Gran Sasso. Das ist hier eines der Nationalparks und das ist ein großes Gebirge und da kann man halt wunderschön drauf mit der Seilbahn hochfahren und auch auf den Campo Imperatore klettern und wandern. Und da gibt es halt auch Imbissbuden und sowas und da gibt es halt auch überall Arrosticini und wir haben die in der Regel meistens da probiert, wo wir es gerade konnten. Die Preise für so einen Fleischspieß variieren so von 85 Cent bis so, ich sag mal, 1,30 Euro. Die Arrosticini hier, die habe ich jetzt bei so einem Metzger gekauft, der hier im nächsten größeren Ort in so einem Supermarkt ansässig ist. Und es ist aber auffällig, dass wenn man mal so anguckt, wo die Arrosticini herkommen von den Imbissbuden zum Beispiel, da haben die in der Regel einen großen Karton und kaufen den irgendwo hier von entweder einem Großhändler oder jemandem, der das halt dann dementsprechend im großen Stile vorbereitet. Das Ganze ist auch nach meinem Empfinden nicht weiter im Vorfeld mariniert oder irgendwie gewürzt. Es gibt so Maschinen, in denen man das Fleisch einspannen kann und dann kann man die Fleischspieße einstecken und dann kann man mit einem Schnitt im Prinzip so ganz viele von diesen Spießen auf einen Schlag herstellen. So ähnlich wie bei so einem Currywurstschneider halt für diese Spieße. Das Coole bei diesem Gericht ist, man hat in sehr kurzer Zeit auch wirklich eine große Menge davon gegrillt und hergestellt. Wichtig ist für mich an der Stelle natürlich nur, dass ich diese nicht komplett tot grille. Also ich schiebe jetzt hier auf meinem Grill immer wieder von hinten nach vorne, denn vorne war der Grill ein bisschen heißer als hinten. Von vorne nach hinten meine Arrosticini durch. Wir sind ja 7 Personen. Wer meine Familie kennt oder die Personenanzahl kennt, weiß, dass wir da auch mit den Kindern wirklich auch eine große Menge von diesen Fleischspießen so weghauen können. Deshalb habe ich an so einem Abend mal eben so 40 bis 50 davon auch gegrillt. Die Arrosticini-Grills, die man hier zum Teil auch schon kaufen kann oder die man sich dann theoretisch selber bauen kann, die erinnern dann eher an so einen Mangal-Grill oder so ein bisschen an einen Grill, auf dem man Schaschlik grillen kann, weil ihr seht hier schon eine Schwachstelle, wenn man das so grillt, ist die oberen Teile von dem Spieß werden natürlich schwarz. Das soll natürlich nicht sein, wenn man einen Arrosticini-Grill hat, der ungefähr die Breite hat von so einem Spieß, dann bleiben normalerweise die Enden auch hell.
Und so haben wir innerhalb von einer halben Stunde eine große Menge von diesen Arrosticini vergrillt. So frisch schmecken die auch wirklich am besten. In dem Restaurant, in dem ich sie bestellt habe, habe ich noch wahrgenommen, dass diese einmal durchgesalzen waren. Das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, werde ich das Ganze jetzt gleich auch mal für euch probieren. Ich bin natürlich sehr darauf gespannt, wer von euch diese Spezialität kennt. Wart ihr schon mal in den Abruzzen? Das sind alles Sachen, die möchte ich gerne erfahren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig geil und ich freue mich schon darauf, das zu Hause mal nachzumachen. Gerne dann auch vielleicht mit Lamm, Schaf oder von mir aus auch mal mit Hähnchen. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben und ihr dürft gespannt sein. Teilen, liken, kommentieren, gern gesehen, abonniert auch meinen Kanal, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ich genieße jetzt noch den Mondaufgang ein bisschen, tolle Aussicht hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.